Moin Leute, herzlich willkommen zum Video. Und zwar, heute ist Premiere. Ich steige heute das erste Mal seit 14 Monaten endlich aufs Motorrad. Der Arm, dann kann man gucken hier. Narbe ist langsam wieder gut verheilt. Arm kann ich wieder voll belasten sozusagen. Natürlich jetzt nicht direkt voll auf die Fresse, aber schon ein bisschen mehr. Und bin mal gespannt, ob ich es komplett verlernt habe heute oder ob ich noch irgendwas hinbekomme oder ich schon Wheelie kann, keine Ahnung. Bin mega gespannt, mega gehypt. Auch das Motorrad wird zum ersten Mal jetzt gefahren seit dem Bike-Aufbau. Also ich würde sagen, wir laden die einfach mal aus und dann gucken wir, was passiert. So. Ah, hier ist das gute Stück aus dem Wohnzimmer rausgeholt. Mal gucken, ob der das heute überlebt. So. Oh, viel zu klein der Biss. Ui. Wow. Was ein schönes Gerät. So ein geiles Produkt. Macht, ja. Ja, ich habe mir jetzt in Schale geschmissen und jetzt kann es langsam losgehen. Ich habe übrigens von Helm Express einen neuen Helm bekommen. Jetzt sagen natürlich einige, da passt ja gar nicht zum Motorrad. Richtig, der ist auch für die Husky gedacht. Meinen neuen Helm, nämlich aus der neuen Shot-Kollektion, kriege ich irgendwann im November. So lange fahre ich jetzt noch mit denen rum, auch wenn er dazu nicht passt. Und zudem starten wir mit Helm Express ein Gewinnspiel. Gewinnen könnt ihr nämlich, das blenden wir hier mal ein, das Bild, eine komplette Cross-Ausrüstung samt Helm, Hose, Jersey, Handschuhe, Brille. Und alles, was ihr dafür tun müsst, seht ihr jetzt auf Instagram. Wir verlinken mal den Instagram von uns. Da stehen die Teilnahmebedingungen, alles, was ihr dafür machen müsst. Und dann viel Glück. Und für alle, die jetzt vielleicht noch ein paar andere Sachen brauchen von Helm Express, könnt ihr jetzt mit unserem Rabattcode auch noch ordentlich sparen. Wir blenden den hier unten mal ein. Und ich würde sagen, Helm habe ich, Handschuhe habe ich auch, dann kann es jetzt losgehen, ey. Ich bin echt aufgeregt. So, Handschuhe anziehen, und dann wollen wir mal vorsichtig anfangen. Ja, ich krieg jetzt schon Tada, ey. Dann sitzt noch nicht mal drauf. So, so, so. Helm. So, Leute. Gucken, ob sie überhaupt anspringt. Ah. So. Laufen tut sie schon mal. Also eigentlich ist sie halt jetzt komplett kalt. Wenn ich Gang reinmache, geht es wahrscheinlich eh aus. Aber egal, wir probieren das mal. Ein bisschen mehr Gas geben. So. Mal langsam ein bisschen warm fahren erstmal die Karre. So, wir fahren die Karre jetzt erstmal ein bisschen warm. Boah, das ist so krass. Wenn man 14 Monate nicht fährt und sich früher hat sich die angehört, das ist jetzt kaum noch Leistung ungefähr. Jetzt fühlt sich an, als hätte sie so richtig viel Leistung. So, ah, Hilfe. Ey, jetzt muss ich echt komplett wieder dran gewöhnen. Aber hab echt Bock, ey. Ein bisschen durchladen. Alter. Junge, ey. Also ohne Witz. Ich bin mega nervös gerade. Ich freue mich so sehr wieder zu fahren. Das ist so geil. Was meint ihr? Irgendwas mal ausprobieren? Eigentlich das, was ich so mit an besten so wie kann, ist das Stand-Up-Circle. Eigentlich müsste ich das noch besser können als alles andere. Zumindest besser als normale Wheelies und sowas. Ich glaube, das ist auch das erste, was ich jetzt ausprobiere, mal, ob das funktioniert. So. Und mal gucken. Bremse greift. Ui, Alter, okay. So. Nochmal. Ah, jetzt mal hinten raufkommen hier. So. Und. Oh Junge, ist das komisch. Aber, Alter, 14 Monate nicht fahren und das Ding, ich krieg's gecircelt noch. Chillig, oh Gott. Aber es fühlt sich so viel anders an als früher und ich bin so unruhig gerade. Ah, Hilfe. Alter,
Boah, Junge. Alter, 14 Monate nicht fahren und ich kriege das Ding beim ersten Mal hoch und es läuft. Also man hat es ja gesehen, es war mega unruhig und zappelig und ich komme mit der Leistung gerade tatsächlich nicht so wirklich klar. Ist gerade irgendwie mega viel, aber ich würde mal sagen, so wirklich verlernt habe ich es nicht. Es fühlt sich echt so gut an, wieder drauf zu sitzen. Alter, was können wir noch ausprobieren? Wir machen mal schön große Circles, bis ein paar Kombinationen vielleicht. Wie kriege ich das auch noch hin? Mal gucken. So. Oh. Kupplung trennt auf jeden Fall super. So, nochmal. So. Langsam reingehen. So. So. So, Markt vorbei. Ja, ich würde sagen, dass. Und Fuß raus. Oh Gott. Oh, Junge. Alter, und jetzt Deadspin. Oh, Alter. Okay, Deadspin sollte man vielleicht nicht direkt wieder ausprobieren. Hui, Junge. Also ich muss sagen, also ich merke schon noch irgendwie in meinem Arm ein bisschen. Meine Muskulaturmäßig ist, bin ich halt erst am Aufbau wieder. Alter, das ist... Ja, doch. So, Leute, was können wir noch ausprobieren? Was geht noch? Driften vielleicht. Weil wir driften, wenn ich Heißhalter bekomme, wenn ich das rausschmeiße, bin ich im Arsch. Man kann ja vorsichtig, ganz vorsichtig testen, was wir machen jetzt. Ich glaube, das kriege ich halt überhaupt gar nicht mehr hin, ey. Oh Gott. Ja, naja, nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Ich probiere das nochmal aus. Oh Gott, Alter, ich habe Angst, viel Gas zu geben irgendwie. Ja, ich würde sagen, das müssen wir nochmal ein bisschen üben. Ja, ich bin jetzt schon aus Atem. Hui. Ja gut, das läuft noch nicht so ganz wieder wie vorher. Aber wir fahren ja auch erst seit 5 Minuten oder so. Also alles gut. Ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt mal die Basics, einfach nur mal ein Wheelie. Das müsste eigentlich nur noch drin sein. Ah, so. Nicht wirklich schön hoch. Ja, wir haben das Gefühl für den Kippen bekommen hier. Ja, okay. Also Heckschleifen will ich jetzt gerade nicht, das ist gerade neu. Also ich meine mir nochmal ein Metallstück dran, weil ich dann schleifen kann, bevor ich das jetzt kaputt mache. So, ja, weiß ich nicht. Also viel mehr will ich tatsächlich gar nicht unbedingt ausprobieren. Also erstmal, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen reinkommen, bevor ich jetzt hier gleich die dicken Kombos versuche zu machen. Das geht nämlich direkt nach hinten los. Aber, Alter. Ich zitter halt immer noch, ne? Ich bin halt todesaufgeregt einfach. Also es ist eine Mischung zwischen Freude, entweder fahren zu können, Adrenalin und auch natürlich die Angst spürt irgendwo mit, dass wenn man sich jetzt hinpackt, dass halt direkt irgendwas wieder am Arsch ist. Also erstmal echt langsam angehen lassen, vorsichtig rantasten. Aber es läuft ein bisschen. Ich würde einfach mal sagen, ich laber jetzt ein bisschen weniger und versuche es einfach noch ein bisschen zu fahren. Und wir machen jetzt ein kleines, geiles Short-Edit.
Was war das mit dem Video? Ich bin ziemlich im Eimer. Das ist doch, wenn man ewig im Jahr fährt, doch anstrengender als gedacht, das Ganze. Ja, auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Bin echt super happy, endlich wieder fahren zu können. Also klar, ich muss jetzt ein bisschen wieder reinkommen. Läuft nicht alles so, wie ich das möchte und sowas. Ärgert mich ein bisschen jetzt über ein paar Kleinigkeiten, aber ich kann wieder fahren. Es geht wieder bergauf. Ich habe nicht ganz verlernt. Das Bike ist heilig geblieben. Also, was soll man mehr dazu sagen? Denkt an das Gewinnspiel, checkt das unbedingt mal ab. Hier ist auf jeden Fall ein paar echt geile Sachen zu gewinnen. Ja Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.